Salvete und willkommen zurück zu Risen. Letzte Folge sind wir endlich aus der Stadt rausgekommen. Wir haben es geschafft, wir haben einen Weg rausgefunden. Und zwar durch all unsere Künste. Wir haben auf jeden Fall Detektiv gespielt und haben es dann geschafft, durch sehr geschicktes Fragen und einer Menge Gold herauszufinden, wo der geheime Durchgang ist, durch den die ganzen Artefaktschmuggler die Artefakte schmuggeln. Und sind gemeinsam mit Patty und den Drilligen Olf, Düter und Bart rausgelaufen, oder wir haben den Weg gezeigt. Und dann haben wir auch den, keine Ahnung, Scordo, glaube ich, hieß der, den Anführer der Banditen, haben wir endlich bei Carlos verraten. Und gehofft, dass er uns zum Novizen macht, aber nein, er hat uns nur einen Passierschein gegeben, mit dem wir dann in die Vulkanfestung kommen. Eigentlich wollen wir nur hier hin, damit wir dieses komische Schwert, was wir letzte Folge geschmiedet haben, und zwar, wenn wir irgendwie so ein stumpfes Schwert bekommen, oder geschmiedet, irgendwo, hier, ein stumpfes Schwert. Und das müssen wir jetzt schleifen, deswegen warten wir eigentlich nur, bis dieser komische Schmiedeknecht fertig ist mit seinem komischen Schwert, damit wir uns das schleifen können. So, war's das? Jawohl. So, jetzt schauen wir mal, wie gut dieses Schwert ist, was wir hier schleifen. Achso, das ist es dann? Na gut, schauen wir gleich nochmal rein. Schleifen wir es auf jeden Fall erstmal. Ja gut, was werden wir jetzt tun? Außer das neue Schwert begutachten. Wir werden uns auf den Weg zur Vulkanfestung machen. Will ich aber mal hoffen. So, schauen wir mal. Klingenschaden 30, also auf jeden Fall doppelt so stark. Aber wir brauchen 25 Stärke und die haben wir nicht. Ist es wenigstens was wert? Immerhin 250 Goldmünzen. Gut. Mit dem Passierschein ist es auf jeden Fall einfach draußen rumzulaufen. Denn jetzt werden uns die Ordenskrieger nicht mehr aufgabeln. Ich meine, haben sie davor auch nicht gemacht, aber wir wollen es ja nicht drauf ankommen lassen. Das heißt, wir können jetzt mit diesem Passierschein, können wir uns außerhalb der Hafenstadt befinden und laufen jetzt auch mal zur oder in Richtung der Vulkanfestung und schauen mal, dass wir dort einfach irgendwie Novize werden oder vielleicht können wir gleich Magier werden, wäre auch cool. So, guck mal hier, Scordo sitzt nicht mehr da. Ja, das heißt, da laufen wir jetzt hin, gucken, dass wir irgendwie nicht sterben auf dem Weg dahin. Das ist nämlich ganz wichtig. Nein, das war falsch. Und dann schauen wir mal, was wir auch in der Vulkanfestung machen können. Weil wenn wir wirklich Magier werden können, wir haben jetzt mittlerweile 60 Lernpunkte. Ja. Und die werden wir auch direkt nutzen. So, hier ist im Übrigen der Durchgang. Jetzt werden wahrscheinlich... Ja, guck mal, da ist sie doch. Halt die Ohren steif. Jupp. Die warten hier und wer ist Anführer? Olf. Ne, gut. Die warten hier, dann laufen wir jetzt einfach mal von hier. Das haben wir letztes Mal nicht gemacht. Oder beziehungsweise letztes Mal haben wir letzte oder vorletzte Folge. Lass die Scheiße sein. Konnten wir uns ja gegen die Seegeier nicht wirklich wehren. Nein, den wollen wir nicht ergreifen. Wieso bekämpfen die sich? Jetzt bekämpfen sie. Hey, was macht ihr? Na super. Okay. Sehr ungünstig, dass wir jetzt einfach nur den Seegeier gepult haben. So, wir gucken einfach mal, wo wir langlaufen müssen. Ja, das war auch das Ziel. Wir müssen in diese Richtung laufen. Genau, das wäre auch das Ziel. Oh, wir können hier die Nautilusse. Nautili. Was ist der Plural von Nautilus? Ach, wen interessiert? So, wir können hier eine große Anzahl an Nautilus platt machen. So, können hier wieder auch alles aufheben. Diesmal ist es nicht mehr, also beziehungsweise Gold ist jetzt nicht mehr so wichtig für uns, denn wir haben ja jetzt echt einen Haufen Gold bekommen. 2300 Goldmünzen haben wir. Ich hoffe, das ist eine beachtliche Summe. Die Frage ist natürlich, was kosten dann die ganzen Rüstungen hier? Weil wir haben ja jetzt eine... Komm, das nehmen wir und laufen einfach mal so schnell wir können weg. Hui! Ja, ja, wir sind schon weg. Wir sind schon weg, alles gut. So, okay, wir müssen einfach den Weg geradeaus laufen, weiterlaufen, bis wir dann irgendwann... Geht doch mal weg. Wieso laufen die uns immer noch hinterher? Da sind noch zwei. Können wir die eigentlich platt machen? Können wir versuchen mal mit den beiden, weil davor waren es irgendwie drei.
Natürlich klappt das nicht. Die sind halt richtig stark, diese Seegeier. So, da ist ein Baum, sehr gut. Nutzen wir das mal aus, dass wir den da gegen den Baum buxiert haben. Das heißt, es könnte jetzt sogar klappen, dass wir... Jawohl. Und? Jawohl. Oh, wo kommt der? Wo kommen die denn her? Nein. Nein, da kommt noch... Oh Mann, was ist denn hier los? Können wir eigentlich auch im Laufen einen Trank trinken? Sehr gut. So, jetzt schauen wir mal, dass wir schnell genug weglaufen. So, den machen wir platt. So, schön gegen... Ja. Gegen die Wand hier buxieren. Das hilft nämlich. Wie schon in Gothic 1 und 2 hat es ja auch immer geholfen, die Banditen oder sowas. Ne, die Banditen, aber irgendwelche Viecher, Wölfe. Ja, guck mal, jetzt kommt der zweite angeflogen. Sehr gut, komm. Den machen wir genau an der gleichen Stelle platt, wenn es klappt. Okay, sehr gut. Altbewährte Taktik. Schön immer gegen irgendwas, gegen schubsen, damit es dann halt klappt, damit die sich nicht mehr befreien können. Und dann können wir schön draufhauen. Also, klappt ganz gut. Das Einzige, was man nur merkt, ja, die Tränke gehen sehr schnell weg. Komm schon. Ja. So langsam aber sicher. Ich habe verteidigt. Aber natürlich nicht schnell genug. Oh, was ist das denn? Eine Heldenkrone. Okay. Sieht auf jeden Fall cool aus. Hoffentlich kann die auch was. Es wird immer besser. Oh, was haben wir hier? Geheimer Durchgang. Wir kommen immer besser klar gegen die ganzen Feinde, obwohl wir Schwertkampf nicht trainiert haben. Aber mittlerweile kann man die ganzen Viecher hier besser einschätzen. Wie die sich bewegen und wann die angreifen. Und auch mit dem Blocken wird es immer besser. So. Okay. Der... Wo kam der jetzt her? Wieso verschrei ich's auch? Ganz ehrlich. So, speichern wir erstmal. Und jetzt gucken wir, dass wir die irgendwie hier da gegen die Wand drücken. Damit die sich nicht befreien können. Jetzt hoffen wir nur, dass der Typ, dass der Seegeier von hinten nicht mehr auf uns draufhaut. Dass der sich noch ein bisschen Zeit lässt, bevor er angeflogen kommt. Jawohl. Jawohl. Schön immer in die gleiche Ecke. Das ist auch richtig so. Gut so. So. Die Rüstung ist aber auch sehr gut. Also beziehungsweise es kommt mir zumindest so vor, dass wir weniger Schaden bekommen von den Viechern, seitdem wir die Rüstung haben. Ich mag mich täuschen, aber zumindest subjektiv. Oder zumindest das Gefühl ist da, dass wir weniger Schaden bekommen. So, ich denke mal, dass das hier die Vulkanfestung ist. Das heißt, wir laufen da einfach hin. Ich meine, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Es ist nicht die Vulkanfestung, wir haben uns verlaufen. Wir treffen auf Moorleichen. Okay, es kann schlimme Sachen passieren. Das ist echt so. Aber, ach, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Von daher, gucken wir mal. So, können wir die platt machen. Ja, chill mal. So viel zu dem Thema, man kann die Feinde mittlerweile gut einschätzen. Nee, also da muss man schon ein bisschen, da muss man sich reinfinden. Ja. Ich gebe mir größte Mühe. Es klappt. Es klappt. Also nicht besonders gut, aber wir sehen auf jeden Fall einen Fortschritt. Wir sterben nicht mehr die ganze Zeit, was auch sehr gut ist. Ob das jetzt mit der Rüstung zusammenhängt, also die Rüstung hat bestimmt einen gewissen Beitrag, aber nur die Rüstung alleine ist es bestimmt nicht. Okay, jetzt müssen wir doch hier langlaufen. So, und dann laufen wir hier hoch, oder? Oh, da oben steht einer, okay. Genau, Vulkanfestung, sehr gut. So, jetzt können wir mit denen reden. Stan. Hey, du. Sei hey, vorsichtig, du. Wenn du hier herumläufst. Das Gebiet ist noch nicht gesichert. Ich pass schon auf. Du bist ein ganz harter Kerl, was? Pass auf, mir ist egal, was du hier machst oder zu wem du gehörst.
Aber dir sollte eins klar sein. Solange du hier draußen rumläufst, bist du ein Plünderer. Also geh besser nicht zum Hof. Da steht Severin. Das ist einer von den Wachen des Inquisitors. Das ist gut, da wollten wir Wenn hin. Wenn er dich sieht, wirst du sofort verhaftet. Ach, Babalapap. Wir haben doch einen Passierschein. Der Bauernhof ist fest in unserer Hand. Hier ist das zentrale Lager. Ein Lager? Für was? Für alle Truppen, die sich draußen aufhalten. Außerdem gibt's hier zwei Ruinen. Die eine hier unterhalb des Hofes und die andere ist weiter oben. Gucken wir uns die Ruinen an? Na klar. Das ist nicht mein Ding. Ich passe hier nur auf. Wenn du mehr wissen willst, sprich mit Severin. Genau, das machen wir auch, weil... Welchen Gefahren muss ich... Tilda hat da ja was... Monster, nee, nicht Tilda. Haufenweise Monster. Sie kommen aus den Ruinen und verbreiten sich überall. Genau, Martha, glaube ich, oder? Hat die das nicht gesagt? Nee, sie hat uns, was gegeben. Och, nee, die hat uns ein Rezept gegeben, genau. Aber irgendwer hat doch gesagt, die hat irgendwie hinterm Bauernhof was vergraben. So, erstmal eine Fackel. Und Severin passt da auf, von daher. So, fallen wir da jetzt wieder rein? Nee, diesmal nicht. So, einen Pilz haben wir hier. Was haben wir sonst noch? Nichts. Ah, guck mal, da. Das kriegen wir doch hin, oder? So in alter Gothic-Manier. Und? Geht doch. So, jetzt ist natürlich die Frage, halten sich hier irgendwelche Viecher auf? Dein Ernst? Was ist das? Oh Mann. Okay. Hat man jetzt mal, wir schauen uns das Ganze nochmal an. Hat man sehen können, dass da Stacheln rauskommen? Ja, okay. Man hätte es sehen können. Ja, okay. Gehen ja ich wieder runter. Was ist, wenn wir da jetzt drüber laufen? Na, Moment. Moment. Die Stachel waren draußen. Aber wir haben da ein Viech gesehen. Jetzt gucken wir mal, was für ein Viech das ist. Vielleicht können wir das... Da ist es doch. Guck mal. Oh, ist ein Riesenvieh. Was ist das? Eine Panzergrille. Haben wir schon so eine platt gemacht? Wir machen gar keinen Schaden. Können wir die eigentlich genauso platt machen wie die ganzen Menschen? So, wenn wir die jetzt hier reinbuxieren. Das klappt irgendwie nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn wir die jetzt platt machen und die nur irgendwie so, keine Ahnung, 70 Erfahrung gibt, raste ich komplett aus. Weil so eine Grabmotte, von der kriegen wir 90 Erfahrung. Das heißt, ich will da von so einer Panzergrille, will ich mindestens... Das wird nix. 150? Das reicht nicht. Viel, viel mehr als 150. 200 Erfahrung will ich von so einer Panzergrille haben. Aber was ist, wenn wir die Panzergrille, können wir die so platt machen? Natürlich nicht. Ja, na klar. Die Panzergrille kriegt keinen Schaden von diesen komischen Stacheln. Wir schon. Hm. So, raus hier. Das macht keinen Sinn. Nö, nö. Wir haben zwar den Mechanismus gefunden, wie wir da reinkommen, aber... Die Stacheln, da wissen wir noch nicht, wie wir vorbeikommen. So, jetzt gucken wir mal hier die Grabmotten. Wie gut wir gegen die mittlerweile anstinken. Ja, das sieht doch viel besser aus als gerade eben gegen diese komische Panzergrille. So. Jawohl. Oh, wir kriegen sogar beide. Sehr gut. Nummer 1 und das Nummer 2 hier. Oh, wir kriegen nur 60. Hoch. Ich dachte, wir kriegen 90 davon. Das ist ein Wolf. Oh, ey, das ist. Da sind aber auch richtig viele Feinde hier. Also wirklich innerhalb von ein paar Metern sind hier echt ein Haufen Feinde. Also das ist halt auch wieder gut. Das heißt, genauso wie die Städte sehr dicht sind, oder beziehungsweise die Quests lagen ja vorhin auch die ganze Zeit nebeneinander, weil alle Menschen in der Hafenstadt hatten irgendwie, oder gefühlt alle Menschen hatten Namen.
Und das ist auch genauso hier außerhalb von den Städten, sodass die Monster halt wirklich eng auf eng bepackt sind. Ach ja. Wenn man stark genug ist, ist es natürlich super. Das heißt, man muss nicht die ganze Zeit... Was war das? Da muss man nicht die ganze Zeit hin und her laufen, um irgendwelche... Nee, da wollen wir das nicht hinsetzen. Irgendwelche Monster zu kriegen. Aber wenn man so schwach ist wie wir gerade... Boah, Mann. Da muss man halt viel laufen. So, das ist jetzt Severin, oder? Ah, ja, ein Plünderer. Nee. Nix da. Ich habe eine Empfehlung schreiben von Kommandant Carlos. Was? Tatsächlich? Zeig her. So. Na, da hast du ja nochmal Glück gehabt, was? Hier, hast du dein Schreiben zurück. Dankeschön. Ich bin Severin. Dieser Hof untersteht meinem Befehl. Halte dich von den Gebäuden fern und fang keinen Streit mit meinen Leuten an. Wenn du das beherzigst, wird sich niemand in deine Angelegenheiten einmischen. Klare Worte. Wie steht's mit den Ruinen? Hier sind zwei hochgekommen. Ja, in der einen waren wir schon. In beiden waren wir drin und haben uns geholt, was wir brauchen. Die obere ist allerdings mordsgefährlich. Einer der Novizen hat dort den Tod gefunden. Und was habt ihr jetzt vor? Wir schicken jetzt die Kisten rauf in die Vulkanfestung. Mit den Ruinen hier sind wir fertig. Wir haben, was wir wollten. Und für ein paar Goldkelche werde ich nicht das Leben meiner Männer aufs Spiel setzen. Außerdem kann ich nicht weg, solange diese diebischen Gnome hier herumgeistern. Haben wir da auch eine Quest bekommen? Aber ja, wenn stimmt, du dich in den wir Ruinen auch umsehen willst, tu dir keinen Zwang an. So, genau. Die Gnome machen dir Probleme? Allerdings. Diese miesen kleinen Kerle werden von Gold und wertvollen Gegenständen angelockt. Hast du schon mal ihre Kleidung gesehen? Sie haben überall an ihren Mänteln kleine Taschen angebracht. Klingt da schlau. Da stopfen sie alles rein, was für sie wertvoll aussieht. Sie klauen und plündern, was das Zeug hält. Wir sammeln auf diesem Hof, der uns als Zwischenlager dient, was wir aus den Ausgrabungen in der Umgebung bergen. Wenn wir auch nur einen Moment nicht aufpassen, ist alles weg. Ja, kann ich dir bei deinem da helfen wir, helfen? Weil Metallschrott brauchen wir. Vielleicht. Eine Gruppe dieser diebischen Gnome hat sich in der Nähe, nördlich von hier niedergelassen. Seit sie dort sind, kriege ich kein Auge mehr zu. Ich werde deine diebischen Gnome erledigen. Das ist die richtige Einstellung. Ein Mann der Tat wird hier immer gerne gesehen. Viel Glück und lass dich nicht beklauen. Wir werden uns Mühe geben. Es gibt doch noch mehr Ruinen auf der Insel. Natürlich. Die Dinger sind überall hochgekommen. Ein weiterer Trupp von uns ist im Westen unterwegs, um die Artefakte der Ruinen dort zu bergen. Rudolf mit seinen Jungs. Ich habe aber schon ewig nichts mehr von ihnen gehört. Das ist nie ein gutes Zeichen. Ich weiß nicht mal, ob sie noch leben. Genau das meine ich. Wo genau könnte sich Rudolfs Trupp aufhalten? Es läuft einfach dort eine der komische Ruine zwischen uns her. Sie liegt noch vor dem großen Sumpf, in dem sich die Banditen versteckt halten. Könnte mir gut vorstellen, dass Rudolf dort in der kleinen Ruine nach Artefakten graben lässt. Aha. Bin mir aber nicht sicher. Er könnte überall im Westen sein. Wir unterhalten uns und der läuft zwischen uns durch. Ich könnte herausfinden, wie es Rudolf und seinen Jungs geht. Das wäre natürlich großartig, aber sei vorsichtig. Die Gegend im Westen ist gefährlich. Wenn ich könnte, würde ich dir Verstärkung mitgeben. Aber du siehst ja selbst, ich habe hier schon genug Probleme. Ich kann dir nur viel Glück wünschen bei der Suche nach ihm. Ja, ich mach das schon. Ha, wie immer. Das nenne ich Tatendrang. Ach, immer das Gleiche. So, die haben bestimmt auch alle Namen. Ja, natürlich haben die alle Namen. So, nein. So, ein Apfel, den dürfen wir mitnehmen. Der liegt nämlich da und nicht in einem Haus. So, und jetzt hat irgendwer gesagt, dass die irgendwo hinter dem Haus was vergraben hat. Irgendwie den Notgroschen. Die Frage ist nur, wo? Oder hinter der Scheune oder sowas? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall müsste es hier irgendwo ein Anzeichen davon geben. Hier, das sieht doch gut aus, oder? Sieht doch verdächtig aus. Ja. Hier ist was vergraben. Sieht verdächtig aus. Aber das ist halt auch sehr schwer zu entdecken, würde ich sagen. Also jetzt nicht so schwer, aber es ist schon, da, wenn man da nicht drauf achtet, wird man da... Kann man da drüber, kann man vorbeilaufen, ja. Jetzt kommt wieder die riesige Truhe. Und... Immer wieder klasse. Achtung. So, Kerzenleuchter und ein paar Felle. Ja, okay. So, was ist das hier? Ne, Holzfällachs. Nee, oh, war das eine Waffe? Hat sich wie eine Waffe angehört, oder? Ja, Holzfällachs. Klingschaden 20. Und das macht 15.
Ah, ist eine Zweihandwaffe. Okay. Nö, machen wir lieber so. Schade. Rohes Fleisch, das nehmen wir mit. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Was macht die da? Achso, der trainiert. Ich dachte schon, was macht der da? Rekrut. Rekrut. Barry. Sakura. Reden wir mit denen? Ja, komm, wir reden mit denen. Hallo, bist du auf dem Weg in die Vulkanfestung? Yep. Was machst du hier? Ich bin losgeschickt worden, Pflanzen zu sammeln. Aber ich ruhe mich erstmal aus. Kann ich dir helfen? Du darfst mir nicht helfen. Das ist nämlich für die Prüfung von Meister Abrax. Außerdem hilft Barry mir. Das reicht. Okay, wir dürfen nicht helfen, aber Barry hilft. Hallo. Du bist Novize, oder? Ja, das stimmt. Noch bin ich Novize. Hört sich so an, als würde sich das bald ändern. Das hier ist meine letzte Prüfung. Sobald ich die Pflanzen für Meister Abrax habe, werde ich Magier. Gut. Pflanzen müssen wir finden. Zum Glück haben wir die nicht verkauft. Ich soll ihm Pflanzen besorgen, hier aus dem Wald. Kann ich dir helfen? Nein, das muss ich schon alleine machen. Trotzdem danke für das Angebot. Gerne. Wer ist Meister Abrax? Ein Magier oben aus der Vulkanfestung. Er ist der Letzte, dessen Prüfung ich bestehen muss. War gar nicht so leicht, ihn zu finden. Wieso? Na, weil er sich nie blicken lässt. Er hat sich in sein Labor verkrochen und verlässt es nie. Cooler Tipp. Kauz. Okay, hat uns geholfen. So, Rekrut. Was bist du für einer? Auch ein Rekrut. So, da vorne steht noch einer. Mit dem reden wir mal. Was haben wir hier? Nichts. Ui, da sind wir ein paar Grabmatten. Bruce. Schweinescheiße, überall Schweinescheiße. Ich krieg hier noch Brechreiz. Tja, hast du dir das ausgesucht? Hey Mann, hier schwirren überall die Grabmotten rum. Solange kann ich die Schweine nicht aus den Augen lassen. Die Grabmotten fressen Schweine? Sie fressen Aas. Und wenn's sein muss, töten sie halt irgendwas. Okay, und da krass. Unsere Schweine nicht gerade wehrhaft sind, stehen sie ganz oben auf dem Speiseplan. Okay, wir müssen der die Grabmotten platt machen. Ich werde mich um deine Grabmotten kümmern. Das sind aber viele. Mach schnell. Dann muss ich nicht länger auf die Schweine hier aufpassen. Ich kann ihren Gestank nicht mehr lange ertragen. Dafür wollen wir aber Gold sehen. Und zwar nicht gerade wenig. So. Wir pullen die Grabmotten einfach mal hierher. Ich glaube, das müsste klappen. So, hey, was ist hier los? Okay. So. Holen wir uns mal. Herumschwirrende Grabmotte. Nehm das. Natürlich nicht. Nee, nee. So, erstmal einen Trank nehmen, bevor es in die Hose geht. So, komm schon. Okay. Boah, was denn? Greifen die uns sogar von der Seite an, Mistviecher. Okay. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Jawohl. 8 Viecher müssen wir platt machen. Oh je, das wird ja lustig. Nein, das war so klar. War so klar. Wir müssen versuchen, die Grabmotten wieder gegen irgendwas zu drängen, gegen irgendeine Wand. So, wir haben doch hier abgespeichert. Natürlich haben wir hier nicht abgespeichert. So, wir nehmen jetzt nochmal einen Trank. So, jetzt geht's nochmal gegen die Grabmotten. So, wir versuchen die einfach mal einzeln zu holen. Und so, dass die nicht angreifen. Ja, natürlich greifen die an. Vielleicht mal einfach von den ersten nicht beirren lassen. Okay, sehr gut. Oh, jetzt noch mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. So, weiter geht's. So. Komm schon. Jawohl. Ja, das war nicht so gut. Aber kriegen wir hin. Boah. Gott, was ist da los? Hallo? Eigentlich habe ich gedacht, wir heilen uns. Okay, es klappt, es klappt. Okay. Na, komm schon. Okay, 2 sind weg. So. Nein, 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 wir wollen... Die hier. So, okay. 3. Es läuft. Kriegen wir hin.
Wir haben ja zum Glück auch noch die schweren Heiltränke oder die mittleren. Oh, komm schon. Das heißt, es sind auf jeden Fall nicht die letzten Heiltränke, die wir haben. Puh. Ist auch gut ausgegangen. Besser als erwartet. So, was haben wir noch für Heiltränke? Genau hier, die normalen. So, die legen wir hier hin. Ich meine, wir haben ein paar, aber wie viel Leben haben wir? Ja, okay, 160, das ist okay. So, wir haben ein paar. Ich hoffe, dass die reichen. Aber wir haben ja deswegen extra Alchemie gelernt. Wir müssen jetzt klar noch die Rezepte lernen. Aber ansonsten können wir direkt dann die Heiltränke herstellen. So, nimm das Mistvieh. Okay, wir ignorieren wieder die eine Grabmotte und kümmern uns erstmal um die. So, und weiter geht's. Jetzt laufen wir wieder nach hinten und gucken, dass wir die... Jawohl, genau so. Okay, so, jetzt nehmen wir den Großen. Nicht, dass die uns jetzt direkt platt machen. Okay, sehr gut. Oh, die können dreimal angreifen. Oh, Mann. Okay, so, nimm das. Oh, Mann. Also, taktisch kämpfen sieht anders aus. Aber immerhin, nur noch eine fehlt. So, jetzt nehmen wir einen kleinen Trank. Sehr gut. Und jetzt muss eigentlich nur noch die letzte Grabmotte dran glauben. Natürlich ist da hinten sowas ähnliches wie ein Tempel. Oh Mann. Ist das jetzt dieser Tempel im Norden, von dem der Severin gesprochen hat? Aber das sieht jetzt nicht so aus. Ah, das sind Gnome. Okay, sehr gut. Das sind vielleicht die Gnome, die wir platt machen müssen. Oder vorne ist was drin. Das sieht aber aus wie so eine... wie so eine Grille. Ja, noch ein Level gemacht. Sehr gut. So, dann nehmen wir wieder einen Heiltrank. Und auf geht's, Gnome platt machen. Die Gnome, die haben ja auch Metallschrott. Das sollten wir jetzt für den Schmied finden. Diebischer Gnome, genau. Ich glaube nicht, dass wir die platt kriegen. Okay, wir nehmen einen Trank. Vielleicht wird das ja was. So, komm schon, weg mit euch. Jawohl. Immer ein bisschen Schaden gemacht. Es geht hier nämlich nicht darum, die direkt platt zu machen, sondern wir müssen halt einfach nur Schaden machen. Wir müssen nicht sofort platt machen. Wir kämpfen immerhin gegen drei Gnome. Wir dürfen halt nicht zu viel Schaden kassieren. Leichter gesagt als getan. Den haben wir noch gar keinen Schaden gemacht. Super. So, weg mit dir. Na komm schon. Okay. Wir mussten jetzt drei Heiltränke nehmen. Es ist verrückt. So, weg mit dir. Jawohl. Der erste ist weg. Sehr gut. So, Nummer 2. Weg mit dir. Komm schon. Jawohl. Nummer 2. Und Nummer 3. Na komm schon. Jetzt. Okay. Den letzten hätten wir viel einfacher platt machen können. Weil... Was haben die? Die haben auch nichts dabei. Da hätten wir uns... Ah, guck mal, Werkzeugbeutel. Werkzeugbeutel, okay. Da hätten wir schön ordentlich kämpfen können. Dann hätten wir den halt nicht so viel Schaden gemacht. So können wir die eigentlich... Oh, guck, was können wir eigentlich mit unserem Bogen hier anrichten? Schauen wir mal. Oh, das sieht gut aus. Vielleicht können wir... Die können ja schmeißen. Mistviecher. Mit was schmeißen die? Alter! Du Mistvieh!
Oha, was war denn das für eine Attacke? Okay, wir brauchen sehr, sehr viele Heiltränke. Ob sich das lohnt? Egal, für die Quest. Wie gesagt, wir haben ja Alchemie gelernt, deswegen haben wir ja extra Alchemie gelernt, damit wir die Heiltränke herstellen können. Und ich hoffe mal, dass wenn wir endlich Magie gelernt haben, dass wir die Heiltränke einfach nicht mehr brauchen. Komm weg mit dir. So, okay. So, den machen wir jetzt auch noch platt. Komm schon, komm schon. Nein! Okay. Dann machen wir hier wieder den nächsten Cut. Und in der nächsten Folge... Und in der nächsten Folge legen wir uns nochmal mit diesen drei diebischen Goblins an. Und nächste Folge machen wir die platt. Und danach geben wir die Quest eigentlich nur noch zurück und laufen dann in Richtung Vulkanfestung. Wir sind ja schon fast da, also auf halbem Weg sind wir ja schon. Von daher, das wird da klappen. Deswegen nächste Folge werden wir Novize. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.